Herzlich willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, beim Press Briefing des Science Media Centers zum aktuellen Stand der Wärmewende, jetzt im Herbst 2024. Mein Name ist Veronika Fritz, ich arbeite als Redakteurin für Energie und Mobilität beim SMC und ich freue mich, dass hier heute Annabella Beck, Sibylle Braungart und Martin Pient dabei sind. Ich stelle sie gleich noch genauer vor. Zunächst aber zur Einordnung des Themas. Wärme macht einen großen Teil des Energiebedarfs aus. Allein die Raumwärme brauchte laut AG Energiebilanzen im Jahr 2022 mehr als ein Viertel der Endenergie in Deutschland. Dazu kommen dann noch Warmwasser- und Prozesswärme, zum Beispiel zur Stahlproduktion. Die Frage, wie in Zukunft klimaneutral geheizt werden kann, hat trotzdem lange deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als die Umstellung auf die erneuerbare Stromerzeugung. Vergangenes Jahr hat die Regierung das Thema mit dem Heizungsgesetz in Angriff genommen, was dann ja in einer sehr emotionalisierten Debatte um Gasheizungen und Wärmepumpen endete. Neben dem Heizungsgesetz, dem GEG, wurde im vergangenen Jahr aber noch ein zweites Gesetz verabschiedet, das Wärmeplanungsgesetz, kurz WPG. Und das hat einen großen Teil der Verantwortung für die Wärmewende auf die Kommunen übertragen. Städte und Gemeinden müssen jetzt, je nach Größe, bis 2026 oder 2028 Wärmepläne erstellen. Laut dem Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung haben Stand Juli auch schon mehr als 38% der Kommunen mit dem Prozess angefangen. In Baden-Württemberg sind die Kommunen noch weiter. Dort gibt es, wie in einigen anderen Bundesländern auch, ein Landesgesetz mit früherer Frist. In Baden-Württemberg gibt es zum jetzigen Zeitpunkt also schon mehr als 100 fertige Wärmepläne, über die wir hier heute auch sprechen. An diesen Wärmeplänen kann man dann sehen, wie sich Kommunen die Wärmeversorgung in Zukunft vorstellen. Also wo Haushalte sich um dezentrale Lösungen, wie zum Beispiel Wärmepumpen, kümmern müssen und wo es in Zukunft Wärmenetze geben soll. Auf die Wärmenetze, also Nahwärme und Fernwärme, bezieht sich auch ein zweiter Teil des Wärmeplanungsgesetzes. In dem Gesetz ist vorgeschrieben, dass bis zum Jahr 2030 die Versorgung der bestehenden Wärmenetze zu 30% aus klimaneutralen Quellen stammen muss. Bis 2040 sind es dann 80%. Wie die Wärmenetzbetreiber das umsetzen wollen, müssen sie ebenfalls in Plänen festhalten. Bis Ende 2026 haben sie dafür Zeit. Bei den Themen Wärmeplanung und Wärmenetze passiert also momentan relativ viel im Hintergrund und darüber wollen wir hier heute mit den ExpertInnen sprechen. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Journalistinnen und Journalisten. Stellen Sie gerne viele eigene Fragen. Schreiben Sie diese am besten in den Frage-Antwort-Bereich von Zoom. Das ist dann einfacher für unsere Organisation. Eine Aufzeichnung des Gesprächs und eine maschinell erstellte Rohfassung des Transkripts finden Sie über den Link in der Einladungsmail etwa eine Stunde nach Ende des Pressbriefings auf unserer Website. Das überarbeitete Transkript können wir ungefähr ab morgen Mittag dann ebenfalls über die Website zur Verfügung stellen. So, nun zu den Expertinnen, die heute ihre Fragen beantworten können. Annabella Beck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum Energiepolitik und Energiemärkte am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, wie Wärmenetze dekarbonisiert werden können und wie der Ausbau der Fernwärme finanziert werden kann. Dann ist Martin Pient bei uns. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer und Fachbereichsleiter für Energie am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind die kommunalen Wärmepläne. Er beschäftigt sich aber auch mit den Möglichkeiten von Nahwärme, also Wärmenetzen, die nur ein paar Haushalte miteinander verbinden. Und dann schließlich begrüße ich Sibylle Braungart. Sie arbeitet beim Öko-Institut in Freiburg als Gruppenleiterin für Wärmewende und Effizienz. Sie beschäftigt sich vor allem mit den sozialen Aspekten der Wärmewende und den Verteilungsfragen, die sich aus der Umstellung der Wärmeversorgung ergeben. Schön, dass Sie alle drei hier sind. Frau Billerbeck, die Kommunen müssen sich nun überlegen, wie viele Haushalte mit welcher Art von Wärmeversorgung abgedeckt werden sollen. Wo stehen wir denn bei der Wärmeversorgung momentan? Und was lässt sich aus der Forschung zu einer sinnvollen Verteilung sagen? Also welcher Anteil sollte durch Wärmepumpen abgedeckt werden, was durch Wärmenetze oder durch andere Lösungen wie Wasserstoff oder Holzheizungen? Ja, vielen Dank. Also aktuell wird der Großteil der Wärmenachfrage durch fossile Brennstoffe noch gedeckt, das heißt durch Gas oder Öl. Also Gas haben wir ungefähr noch 45% und Öl 23%. Wärmenetze versorgen etwa 15% und Wärmepumpen haben bisher noch einen sehr kleinen Anteil. Und für die Zukunft liegt der Fokus eindeutig auf Wärmenetzen und auf Wärmepumpen. Also hier ist die Studienlage eigentlich sehr eindeutig. Das heißt, mehrere Studien, die sich Transformationspfade für das gesamte Energiesystem anschauen, gehen davon aus, dass dezentrale Wärmepumpen und Wärmenetze die kostengünstigsten Optionen sind für eine klimaneutrale Gebäudeerwärme.
Und Wasserstoff ist laut der Studienlage eher nicht kostenoptimal. Das heißt, es könnte eher eine Nischentechnologie sein und nur geringe Anteile in der Gebäudewärme haben. Guckt man eher auf die Industrie, ist das ein bisschen anders. Also in der Industrie spielt Wasserstoff eher eine Rolle und hier sind auch einfach Transformationen der Industrieprozesse notwendig, um klimaneutrale Prozesswärme zu erzeugen. Ja, danke schön für die kurze Übersicht. Herr Pehn, Sie haben alle vorliegenden Wärmepläne aus Baden-Württemberg analysiert und ausgewertet und die Ergebnisse gestern vorgestellt. Kann man sagen, dass sich diese wissenschaftlich sinnvolle Verteilung in den Wärmeplänen widerspiegelt oder gibt es da Abweichungen? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir waren tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Wir hatten erstmal die Möglichkeit, die Wärmepläne der 104 verpflichteten Kommunen in Baden-Württemberg auszuwerten. Es gibt dann aber auch noch eine Reihe von Freiwilligen. Also mittlerweile haben sich sogar 500 Kommunen schon gemeldet für ein Förderprogramm, um freiwillige Wärmeplanung in Baden-Württemberg zu machen. Wir haben davon die ersten 50 auch noch mit ausgewertet. Wir haben da auch festgestellt, also auf der einen Seite muss man wirklich sagen, die Wärmeplanung vor Ort wirkt und bringt einen großen Diskussionsprozess in Schwung. Also so muss man es wirklich sagen, die wir vor Ort auch begleitet haben. Da werden ganz konkrete Fragestellungen diskutiert. Da geht es um Flächen, da geht es um die Zukunft der Gasnetze, natürlich die Frage, wo Wärmenetze auch hinkommen, aber auch dann wirklich so eine detektivische Arbeit, einzelne Wärmequellen aufzuspüren. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn wir jetzt alle Wärmepläne übereinander legen und mal schauen, auf welche sozusagen Energieträgerverteilung kommen wir denn dann, dann sehen wir, dass Wärmenetze in diesem Gesamtkonzert auf sehr hohe Anteile kommen. 46% der gesamten Wärmebereitstellung, allerdings einer reduzierten. Also wir haben erstmal ein Drittel Endenergieeinsparung und dann kommt aber fast die Hälfte der Wärme aus diesen Wärmeplänen, aus Wärmenetzen. Jetzt muss man dazu wissen, dass natürlich vor allen Dingen auch die verpflichteten Kommunen dazu beitragen. Das sieht dann in den kleineren Städten wieder ein bisschen anders aus. Wir haben das deswegen auch ein bisschen hochskaliert. Da ändert sich das Bild aber nicht ganz grundsätzlich. Wir stellen da bei der Wärmeplanung einfach ein Stück weit auch fest, dass natürlich erstmal die Potenziale angeschaut werden. Also wo habe ich hohe Wärmedichten, wo habe ich gute Quellen, die ich erschließen will, zum Beispiel Abwärme oder Geothermie oder andere Erneuerbare, für die ich Wärmenetze brauche. Und die Frage, wer macht es denn dann eigentlich? Wer betreibt das Netz? Wer initiiert es? Gibt es überhaupt Stadtwerke oder andere Akteure, die bereit sind, ein neues Netz zu verlegen oder ein bestehendes Netz auszuweiten? Diese Frage, die kann natürlich in der Wärmeplanung nur angedeutet werden. Die Wärmeplanung ersetzt einfach auch nicht die konkrete Planung vor Ort. Da muss man auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Und deswegen sind die Anteile der Wärmenetze entsprechend hoch. Aber, und wir kommen in unseren Studien, ich weiß nicht, Anna, wie du das siehst, wir machen das ja auch zum Teil in gemeinsamen Studien, dann eher auf Anteile 25, 30%, die sich so in den Systemstudien zeigen. Vielleicht letzter Punkt noch, also was in den Wärmenetzen, da kann man auch ins Detail reingehen, ich kann auch im Nachgang gerne die Bilder dazu bereitstellen. Was wir schon sehen, ist, dass die Wärmepumpe auch tatsächlich eine große Rolle spielt, also in Größenordnung 25% der Wärme. Die Biomasse in absoluten Mengen, die dezentrale Biomasse in absoluten Mengen verändert sich auch nicht. Das war auch interessant für uns. Also es ist nicht so, dass jetzt alle plötzlich auf Biomasse setzen. Und das ist vor dem Hintergrund auch dieser Diskussion um nachhaltige Biomassepotenziale auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Allerdings in den Wärmenetzen, da steigt der Biomasseeinsatz dann deutlich. Also es ist interessant zu schauen, was sich sozusagen in dieser Gesamtschau der Wärmepläne in Baden-Württemberg ergibt. Aber es ist genauso interessant, auch wirklich ins Detail in die Wärmepläne reinzugucken. Wasserstoff übrigens, weil die Frage sicherlich auch in den Kopf kommt. Wasserstoff spielt in diesen Wärmeplänen keine so große Rolle. Wir haben 5% der Wärme in dezentralen Wasserstoffheizungen und die gehen überwiegend ins Gewerbe und in die Prozesswärme. Und wir haben dann nochmal ein bisschen mehr Wasserstoff, der auch in die Wärmenetze reingeht, aber dann vor allen Dingen in Kraftwerke, in Kraft-Wärme-Kopplungen, also die großen Kraftwerke, die auch umgerüstet werden. Also das ist durchaus bezüglich des Wasserstoffes da auch ein sehr pragmatisches Bild, würde ich mal sagen. Vielen Dank. Genau, noch ein kurzer Hinweis an die Zuschauer und Journalistinnen. Sie können jetzt gerne schon anfangen, Fragen zu stellen ins Frage-Antwort-Tool, die wir dann gleich nach den Einstiegsfragen an die ExpertInnen stellen. Jetzt haben wir gerade schon konkret über die Wärmepläne in Baden-Württemberg gesprochen. Frau Braungart, können Sie vielleicht noch einmal insgesamt einordnen, was die kommunalen Wärmepläne überhaupt leisten sollen und können und was aus Ihrer Perspektive
beim Prozess der Wärmeplanung noch fehlt. Ja, vielen Dank, gerne. Ich stimme auch meinen VorrednerInnen zu, dass die Wärmeplanung auf jeden Fall auch ganz wichtig ist, um eben die Weichen zu setzen und eben um einfach Prozesse in Gang zu bringen. Und ein Punkt, wo ich denke, dass er in der Wärmeplanung bisher noch etwas unterbelichtet ist oder der stärker hervorgehoben werden sollte, ist eben, dass die Wärmeplanung im Grunde auch das Potenzial hat, so ein bisschen die Brücke zu schlagen zur Frage der Bezahlbarkeit dieser Versorgung, die dann eben geplant wird. Und eben nicht nur auf der Kostenseite, also in den Wärmeplänen werden ja auch die Kosten betrachtet der Technologien, aber die Frage der Bezahlbarkeit hängt ja dann auch davon ab, wer muss das denn dann bezahlen, dass einfach nochmal ein größerer Schwerpunkt auch darauf gelegt wird, wer wohnt in den Gebieten, die geplant werden, wie ist die Struktur der EigentümerInnen, der BewohnerInnen und wer ist dann wie betroffen. Und das ist aus meiner Sicht immer aus verschiedenen Gründen wichtig. Einmal erhöht es natürlich ganz stark die Möglichkeiten der Umsetzung, wenn vorher klar ist, wie soll das bezahlt werden, wie kann das finanziert werden. Und umgekehrt ja, hat man natürlich ein großes Risiko, dass dann da ein Plan ist, der niemals umgesetzt wird, wenn eben unklar ist, wie das passiert. Und auf der anderen Seite auch nochmal, sie hat ja vorher die Diskussion um das Heizungsgesetz erwähnt, ist es natürlich auch für die Akzeptanz hinterher der Pläne oder für die Frage, wie das aufgenommen wird, natürlich was ganz anderes, wenn auch mit dem Plan, wenn kommuniziert wird, was soll jetzt wo gemacht werden, eben auch kommuniziert wird, dass es dahinter auch einen Plan gibt, wie das denn alles bezahlt werden soll. Wie kann das konkret gemacht werden? Also ein Punkt, der sicher wichtig ist, dass eben bereits in der Planung, wenn die ganzen Daten erhoben werden, sich die ganzen Daten angeschaut, analysiert werden, dass man eben dort schon mit berücksichtigt, diese eher ja, sozioökonomischen Daten, das Gebäudebestands, wer wohnt da. Und auf der anderen Seite im Bereich der Förderung, dass eben entweder die Kommunen selber oder eben auch andere überkommunale Stellen eben die Förderprogramme auch auswerten, wer kann wo was beantragen, was passt denn dann zu den jeweiligen EigentümerInnen in den Gebieten. Und auf der anderen Seite müssen die Förderprogramme dann natürlich aber auch bestehen, was ja dann vielleicht wieder eher dann auf der Seite der Bundesregierung die Frage ist, wo ich auch eben denke, dass es ganz wichtig wäre, jetzt die Förderlandschaft, die wir ja schon haben, die ja auch teilweise sehr gut mit Mitteln ausgestattet ist, wirklich noch mal ein bisschen anzupassen an die Tatsache, dass eben irgendwann dann alle Kommunen Wärmepläne gemacht haben und die umgesetzt werden müssen und dass wirklich eine Unterstützung geboten wird, dass diese Umsetzung dann auch passieren kann. Dankeschön. Ja, also die Notwendigkeit, dass die Bezahlbarkeit direkt mitgedacht wird und ja, Förderprogramme direkt mitkommuniziert werden mit den Wärmeplänen. Herr Peth, wir haben eine Nachfrage an Sie zum Thema Biomasse. Und zwar kam da die Frage, dass Sie von einem deutlichen Anstieg der Biomasse in Wärmenetzen gesprochen haben und die Frage, mit welchen Potenzialen Sie denn da rechnen. Ja, danke. Also wenn man sich das genauer anschaut, die Biomasse, die da zugrunde gelegt ist, die besteht eigentlich vor allem aus drei Teilen. Das ist zum einen die Biomasse, die sozusagen über die biogenen Anteile in den Müllverbrennungsanlagen kommt. Die steigt nur geringfügig an, beziehungsweise verharrt eigentlich auf dem Niveau jetzt. Das ist auch klar vor dem Hintergrund Kreislaufwirtschaft. Es wird auch keine zusätzlichen thermischen Abfallbehandlungsanlagen geben. Was deutlich ansteigt, ist die feste Biomasse von 1 auf 2,5 Terawattstunden. Das ist mehr als eine Verdopplung in den Wärmenetzen. Aber es ist jetzt absolut in absoluten Mengen gesehen auch wieder keine ganz große Überraschung. Und wenn man sich die Wärmepläne dann auch genauer anschaut, dann sind das sehr oft lokale Projekte, die da geplant sind, lokale Planungen, also auch sehr konkrete Planungen, oft mit eigenem kommunalen Wald oder anderen Dingen. Dennoch ist das, glaube ich, etwas tatsächlich, wo man hinschauen muss, weil die bundesweiten Studien gehen eigentlich von geringeren Anteilen bei der Biomasse aus. Also im Gegenteil, die Förderung, das Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze reduziert sogar den Biomasseanteil und limitiert ihn. Und ich glaube, da sollten wir auch wirklich drüber nachdenken, wie man diese Biomassemengen ersetzen kann durch Solarthermie, durch Großwärmepumpen, durch Abwärmequellen und anderes. Also das hat uns auch ein bisschen überrascht, aber es ist immer noch so in einer Größenordnung, wo man jetzt sagen muss, das ist auf jeden Fall machbar. Und was auch ansteigt, letzter Punkt, ist das Biogas, das sich auch deutlich erhöht. Nicht ganz so viel, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, ich glaube, es sind 0,7 Terawattstunden am Ende. Das sind jetzt natürlich alles Zahlen nur für Baden-Württemberg.
Das erhöht sich aber auch deutlich. Und das sind natürlich dann auch Blockheizkraftwerke, die systemdienlich betrieben werden müssen, die dann Wärmenetze mit Wärme versorgen, aber gleichzeitig auch sozusagen dem Stromnetz zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch ganz wichtig, dass man über Biogas dann auch anders nachdenkt. Und zum Teil ist das dann auch wirklich Biomethan, und das gilt auch für die feste Biomasse, die außerhalb Baden-Württembergs herkommen. Also deswegen ist die Frage nach dem Potenzial sehr schwierig. Da geht es ja nicht nur um die Biomasse, sondern die im Land da ist, sondern Biomasse ist auch ein Importgut, und da muss man natürlich auch sehr genau auf die Nachhaltigkeit achten. Dankeschön. Eine kurze Nachfrage noch mit fester Biomasse. Ist da vor allem Holz mit gemeint oder geht es auch um zum Beispiel Agrarabfälle? Ja, also es kommt natürlich alles mit rein. Dänemark feuert zum Beispiel auch viel mit Stroh und anderen festen, also anderen Reststoffen auch dieser Art, aber im Wesentlichen ist das Holz. Dann gibt es noch eine weitere Nachfrage zu den Wärmeplänen Baden-Württemberg. Und zwar, welche Rolle spielen Großwärmepumpen bislang in den kommunalen Wärmeplanungen, also in denen, die bislang schon vorliegen? Ja, also das soll ich dann auch nochmal. Ja, also Großwärmepumpen spielen eine große Rolle. Wir haben da in unserer Auswertung auch Karten erstellt, wo das wirklich ausgewiesen ist, je nach Landkreis bzw. nach verpflichteter Kommune, die diese Wärmeplanung erstellt hat. Insgesamt kommt die Umweltwärme auf in den Wärmenetzen, das muss ich gerade mal schauen, in der Größenordnung, oder ich sage es mal umgekehrt, wir haben in den Wärmeplanungen ungefähr in der Hälfte der Wärmepläne jeweils Großwärmepumpen verschiedener Art, also Gewässerwärmepumpen, das machen 60 von 120 verpflichteten Kommunen, Erdwärmepumpen, ähnliche Größenordnung. Dann gibt es noch die Abwasserwärmepumpen und die Erdwärmepumpen. Also es gibt ja verschiedene Großwärmepumpen, und insgesamt spielen die eine sehr große Rolle. Sie kommen dann, also ich kann die Zahl gleich nochmal nachreichen, auf einen beträchtlichen Anteil in den Wärmenetzen und spiegeln damit auch ein Bild wider, das wir auf Bundesebene auch als sinnvoll erachten, weil das sozusagen vom Stromsystem her, aber auch von den schließbaren Wärmequellen her ein sehr gutes Potenzial ist. Dankeschön. Frau Billerbeck, Sie wollten ergänzen? Genau, vielleicht nochmal auf Bundesebene oder eher von der Systemperspektive. Also da sehen wir das auch auf jeden Fall, wenn man sich ganz Deutschland anguckt, dass die Großwärmepumpe in den Wärmenetzen eigentlich die dominante Technologie wird, dass sie wirklich sehr hohe Anteil von bis zu 60% abdecken kann. Also wie Martin auch gesagt hat, mit verschiedenen Quellen dahinter, also sowohl Wasser, vielleicht auch aus Abwasser oder auch oberflächennahe Geothermie. Und genau mit der Biomasse wollte ich da auch ergänzen, die ist wirklich sehr kritisch. Also da geht es immer um eine Allokation der Biomasse, weil wir einfach nicht so viel Biomasse haben werden, dass wir die für alle Sektoren in einem völligen Übermaß nutzen können. Und gerade in der Industrie wird Biomasse auch benötigt. Deswegen muss man sich das da wirklich ganz genau angucken, wie viel Biomasse man für die Wärmenetze zur Verfügung hat. Und vielleicht in dem Punkt könnte man noch kurz die Geothermie erwähnen, also auch die tiefe Geothermie spielt da auch eine Rolle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Baden-Württemberg hat da sicher auch Vorkommen, und ich denke auch in Baden-Württemberg in den kommunalen Wärmeplänen wird das schon sozusagen adressiert. Aber aus Bundesebene perspektivisch kann auch die Geothermie wirklich eine große Rolle in den Wärmenetzen spielen. Dankeschön, jetzt haben Sie schon sehr gut zur nächsten Frage über die Geothermie bezieht. Da war auch nochmal die Nachfrage zur Bezahlbarkeit der Geothermie. Genau, und wiefern Geothermie da eine Rolle spielen kann oder ja, einfach eine geeignete Wärmeversorgung sein kann. Könnten Sie dazu auch noch kurz was sagen, Frau Billerbeck? Genau, also grundsätzlich sind die Geothermiepotenziale schon auch sehr groß in Deutschland. Man kann da immer ein bisschen unterscheiden zwischen hydrothermaler und petrothermaler Geothermie. Gerade die hydrothermale Geothermie ist sehr gut sozusagen erschließbar. Und wir haben auch schon viele Beispielnetze, also zum Beispiel die Fernwärme in München hat schon einen sehr hohen Anteil Geothermie, und dort ist auch die Kosten sozusagen für die Fernwärme sind auch vertretbar. Also klar, bei Geothermie hat man gewisse Unsicherheiten. Also gerade hat man bei der Fündigkeit ein Risiko, dass man bohrt und keine Vorkommen findet. Aber da sind inzwischen auch Ausfallversicherungen in der Diskussion oder sogar schon umgesetzt. Also da werden auch politische Maßnahmen sozusagen ergriffen und Förderprogramme, die Sibylle auch schon angesprochen hatte, um eben diese Bezahlbarkeit der Geothermie auch sicherzustellen oder grundsätzlich die Bezahlbarkeit der Wärmenetze oder der Versorgung über Wärmenetze. Würden Sie sagen, dass Geothermie jetzt grundsätzlich also schon eher teurer ist im Vergleich zu Großwärmepumpen und dafür besondere Fördermaßnahmen getroffen werden können? Oder kann das durchaus ebenso wirtschaftlich sein?
Also das kann durchaus auch wirtschaftlich sein. Genau, bei den Großwärmepumpen muss man halt immer berücksichtigen, welche Quelle herangezogen werden kann und wie viel sozusagen Wärmeleistung aus der Quelle genutzt werden kann. Und dann ist natürlich die Wärmepumpe auch von den Strompreisen abhängig. Also da ist ein sehr starker Widerspiel zwischen den Sektoren. Genau, deswegen ist es da ein bisschen schwierig, jetzt direkt so Abstufungen zu machen, welche Technologie günstiger ist oder teurer. Bei der Geothermie ist es halt auf jeden Fall eine sehr hohe Anfangsinvestition, aber dann hat man relativ geringe Betriebskosten. Und soweit ich weiß, kriegt man jetzt also bei der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, kriegt man sowohl bei der Geothermie als auch bei den Wärmepumpen auch eine Betriebskosten, eine Förderung. Vor allem, wenn man die Geothermie nochmal mit einer Wärmepumpe kombiniert, was ja auch eine Möglichkeit ist, um das Temperaturniveau nochmal zu erhöhen. Dankeschön. Frau Braungart, Sie wollten ergänzen? Genau, ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Das hatte ja Anna Billerbeck gerade schon schön dargestellt, dass man eben ja den Unterschied hat zwischen den Investitionskosten und den Risiken in der Investition. Aber ganz grundsätzlich ist es dann natürlich auch eine große Chance, dass man eben die Wärme hat, die dann sozusagen keinen Brennstoff mehr braucht. Also man hat ja bei der Wärmepumpe eben die Stromkosten, bei der Biomasse die Biomassekosten, wo man eben immer an den Energieträgerkosten hängt. Also von daher ist die Geothermie natürlich auch eine große Chance, wenn man denn welche hat. Und eben natürlich, wo es Potenziale gibt, sehr, sehr sinnvoll in die Planung einzubeziehen für die Wärmenetze als Wärmequelle. Herr Pehnt dazu noch? Man muss bei der Geothermie natürlich dazu sagen, es hängt sehr davon ab, wo man sich befindet. Also wir haben im Molassebecken, also in Bayern und im Oberrheingraben und auch im norddeutschen Becken besonders gute Bedingungen. Also da muss man ein bisschen hinschauen und dort, also gerade im Molassebecken in Bayern, mitunter auch wirklich sehr, sehr günstige ökonomische Bedingungen. Da ist es dann oftmals wirklich die günstigste Wärmequelle, die ich erschließen kann. Also deswegen ist da, wo es die Geothermie sehr gut verfügbar gibt, sollte man sie in jedem Fall nutzen. Und wenn sie mittlere Temperaturen nur hat, das hat ja auch Frau Billerbeck gesagt, dann kann man auch mit Wärmepumpen nachheizen. Also dann hat man wirklich auch ein sehr gutes Temperaturniveau, mit dem man dann arbeiten kann. Also da gibt es viele Konzepte. Und ich glaube, bei der Geothermie geht es jetzt wirklich um die Frage, wie kann ich Risiken abdämpfen? Wie kann ich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung nochmal sicherstellen, weil da ja durchaus auch manchmal Bedenken sind, was Seismik beispielsweise anbelangt und Schäden, die an Gebäuden auftreten, die dann oftmals auf Geschichten zurückgehen, die eigentlich sagen, heute nicht mehr so passieren würden und auch in anderen Kontexten. Also deswegen ist es da, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Geothermie auch als wichtige Wärmequelle begreift und entsprechend auch entwickelt. Dankeschön. Jetzt gibt es noch eine Frage, ja, eher zum Prozess der Wärmeplanung allgemein. Vielleicht, Frau Braungart, können Sie was dazu sagen oder sonst auch Herr Pehnt ergänzen. Und zwar die Frage: Werden die Wärmepläne der Kommunen eigentlich aufeinander abgestimmt oder kann es passieren, dass sich zum Beispiel Gewässerwärmepumpen die Energie gegenseitig wegnehmen zwischen den Kommunen? Genau, also das ist jetzt sozusagen ein konkreter Fall. Also ganz grundsätzlich müssen die Kommunen sich natürlich nicht mit den anderen Kommunen abstimmen, was die Wärmeplanung angeht. Was dann auch nochmal ein Punkt ist, zur Frage, ob die Wärmeplanungen, die verschiedenen Wärmeplanungen, die ja erstmal unabhängig voneinander gemacht werden, dann überhaupt sozusagen ein Gesamtbild ergeben, was auch zu den Zielen auf nationaler Ebene passt. Aber jetzt hier konkret die Frage, das Problem trete ja vor allem dann auf, wenn zwei benachbarte Kommunen sozusagen die gleiche Wärmequelle nutzen wollen. Und dadurch, dass das in Deutschland ja auch noch relativ neu ist und es noch gar nicht so viele gibt, ist das meines Wissens ein Problem, was hier noch nicht so stark auftritt. In anderen Ländern gibt es da aber ganz klare Vorgaben, also beispielsweise in den Niederlanden, wo Aquifere eben stärker genutzt werden zur Wärmeentnahme. Da gibt es ganz klare Vorgaben, wer wie wann Wärme entnehmen kann. Im Zuge der Wärmeplanung ist das zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht geregelt und aber vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch weit davon entfernt, ein Problem zu sein. Aber Martin, wenn du ergänzen möchtest, gerne. Ja, vielleicht nochmal aus der Praxis in Baden-Württemberg und auch außerhalb, wo wir auch tätig sind. Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, an das Thema Wärmeplanung gemeinsam heranzugehen. Eine Möglichkeit sind die sogenannten Konvoiplanungen, wo sich einfach Kommunen zusammenschließen und mit demselben Planer gemeinsam planen. Das ist auch vor dem Hintergrund nochmal, dass das natürlich auch kostengünstiger ist, dass man da auch wirklich Synergieeffekte erschließen kann.
weil man ja auch, gerade wenn man jetzt die kleinen Kommunen beplant, dann muss man ja auch sehen, dass dort oftmals wenig Personal da ist, dass es auch begleiten kann. Da ist so eine Konvoiplanung eine gute Idee, aber auch um über Synergien bei Energieträgern oder bei gemeinschaftlicher Nutzung von Energieträgern zu sprechen. Und das ist dann auch der zweite Punkt. Es gibt durchaus auch interkommunale Wärmeplanung, wo sich zwei Kommunen gezielt auch zusammenschließen. Gerade wenn sie sagen, ich habe eine Kläranlage, die kann man in beide Richtungen nutzen. Ich habe ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Abwärmequellen. Und da ist es eine sehr gute Idee, sich dann auch zusammenzuschließen. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht komplexer macht, als es ist. Also irgendwo muss man ja auch starten. Und von daher ist der Blick über den Tellerrand gut, aber die meisten Wärmeplanungen beginnen erstmal bei der eigenen Kommune. Dankeschön. Jetzt, wo wir schon auf dieser übergeordneten Ebene der Wärmeplanung sind, Frau Billerbeck, Sie hatten erzählt, dass Sie gerade an einer Umfrage arbeiten zu Herausforderungen und Bedingungen für den Erfolg der Wärmeplanung. Vielleicht können Sie da auch einmal kurz darauf eingehen, was Sie schon herausgefunden haben. Ja, gerne, genau. Also wir haben jetzt vom Fraunhofer ISI eine Umfrage durchgeführt mit so circa 250 Stadtwerken und Kommunen, gerade mit einem Fokus explizit auf, was sind besondere Erfolgsfaktoren, was sind Best Practices und was sind große Herausforderungen für die Kommunen. Und man kann erkennen, also dass Herausforderungen sind immer noch die Datenbeschaffung und die Datengrundlage für die kommunale Wärmeplanung. Da sind auch einfach sehr unterschiedliche Ansätze in den Bundesländern sozusagen verfolgt oder liegen vor. Manche Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen stellen auch Daten zur Verfügung, die die Kommunen direkt nutzen können, also auf Bundeslandebene. Und deswegen ist das schon noch eine große Herausforderung. Ich glaube dann, was wir auch schon angeschnitten haben, ist, oder was Martin Pinter auch schon gesagt hatte, dass halt Personal auch eine große Herausforderung ist, dass gerade für kleinere Kommunen ist es sehr herausfordernd, qualifiziertes Personal zu finden und zu finanzieren, die sich aktiv um die kommunale Wärmeplanung kümmern können in der Kommune. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall genannt als Herausforderung. Und dann als Erfolgsfaktoren, was wir aus der Umfrage ablesen können, was anscheinend sehr hilfreich ist, ist, wenn man klarstellt, dass ein gemeinsames Zielbild zwischen allen Akteuren besteht, also sowohl der Kommune als auch vielleicht dem regionalen Stadtwerk und allen Akteuren, die bei der kommunalen Wärmeplanung dabei sind, dass sie eine gemeinsame Zielvorstellung haben und auch eine gute Kommunikation untereinander. Also das sind auf jeden Fall so Best Practices, dass das besonders wichtig ist, damit die kommunale Wärmeplanung auch erfolgreich abgeschlossen werden kann und dann in eine Umsetzung sozusagen übergehen kann. Dankeschön. Genau, Frau Braungart, wir hatten jetzt, also es ist ja auch immer wieder in der Diskussion, dass Fernwärmepreise hoch sind, zu hoch sind, intransparent sind. Dazu haben wir jetzt auch Fragen von den Zuschauern und Journalistinnen bekommen. Genau, vielleicht erstmal einmal nochmal für den Hintergrund, woher stammt die komplizierte und für Verbraucher intransparente Berechnung der Preise für die Fernwärme in Deutschland? Und dann gab es noch die Nachfrage, ob das bei Nahwärme ähnlich funktionieren würde oder ob da die Preise anders zustande kommen würden. Können Sie was dazu sagen? Ja, genau. Also grundsätzlich sind die Preise für Fernwärme natürlich auch extrem wichtig hinterher für die Frage, wie die VerbraucherInnen damit leben und ihre Energiekosten bezahlen. Und die Preise unterscheiden sich eben sehr stark zwischen den verschiedenen Fernwärmeanbietern, zwischen den verschiedenen Netzen. Und bis zu einem gewissen Grad macht das natürlich auch Sinn, weil natürlich auch jedes Netz unterschiedliche Wärmequellen hat, die eben mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind und eben auch die Infrastruktur, also die Wärmeleitung als solche, ja auch unterschiedlich lange schon liegen und unterschiedlich eben schon abgeschrieben sind. Also grundsätzlich liegt schon auch in der Natur der Sache, dass sich die Preise unterscheiden. Und es liegt ein bisschen auch in der Natur der Sache, dass es nicht ganz intuitiv und für jeden sofort eingängig ist, wie die Preise ermittelt und berechnet werden. Trotzdem ist es aber eben natürlich ein wichtiger Punkt, dass eine gewisse Transparenz vorliegen muss, um eben einfach auch Missbrauch zu vermeiden. Also sozusagen als Verbraucherin wäre es ja jetzt vielleicht auch schon in Ordnung, wenn man sagt, man versteht es nicht hundertprozentig, wie der Preis zustande kommt, aber es gibt eine Stelle, der man vertraut, die das geprüft hat, sodass man sich sozusagen erstmal sicher sein kann oder zumindest einen Hinweis darauf hat, dass der Preis eben so in Ordnung ist, wie er ist. Und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt, dass es einmal überhaupt eine Transparenz geben muss, wie sind die Preise, und da gibt es jetzt auch die Plattform, diese Preistransparenz-Plattform, wo man zumindest nachlesen kann, wie die Preise sich so unterscheiden.
Und es gibt aber eben durchaus andere Länder, wo das auch nochmal sehr viel stärker reguliert ist, wie die Preise zustande kommen und wie das auch kommuniziert werden muss. Und gerade hatte Frau Billerbeck hat ja gesagt, wie dass die Fernwärme in der Zukunft in den meisten Studien nochmal eine deutlich größere Rolle spielt. In den Wärmeplänen in Baden-Württemberg, haben wir gehört, spielt es ja auch eine riesige Rolle. Und umso wichtiger wird es natürlich die Frage, wie verständlich die Preise sind, aber vor allem eben, wie sichergestellt wird, dass eben Missbrauch vermieden wird. Und das ist im Grunde ja sogar für die Fernwärmeunternehmen selber relevant, weil sehr viele Unternehmen ja eben auch keinen Missbrauch betreiben und es selbst für die Unternehmen ja dann hilfreich ist, wenn sozusagen dieser Vorwurf, der ja doch auch im Raum steht, weil es natürlich auch Einzelfälle gibt, dann sich natürlich auch auf das ganze Bild, die ganze Akzeptanz der Fernwärme auswirkt. Gibt es bei der Regulierung der Fernwärme vielleicht auch Beispiele aus anderen Ländern, Best Practice-Beispiele, wo man sich was abschauen könnte für Deutschland? Herr Pehn, wollten Sie dazu noch was sagen oder? Ja, ich wollte noch eine andere Ergänzung machen, wenn es geht. Ja, auf also jeden zum Fall. Einen wird das ja auch gerade diskutiert auf politischer Ebene. Das sind die allgemeinen Versorgungsbedingungen, die AVB Fernwärme V, um so ein Ungetüm mein Wort in den Raum zu werfen. Wo gerade darüber diskutiert wird, was noch an weiteren Transparenzpflichten, aber auch an der Änderung dieser Preisgleitklauseln, die ja immer auch zu Verunsicherung führt, was da sozusagen dran geändert werden soll. Und das wird gerade im politischen Raum diskutiert. Das ist der eine Punkt. Und da wird es, glaube ich, noch Fortschritte auch geben, die diese Transparenzen auch wirklich herstellen. Denn die halte ich auch für sehr wichtig. Ein zweiter Punkt ist aber auch, dass gerade bei neuen Netzen durchaus auch nochmal andere Möglichkeiten bestehen als bei Bestandsfernwärmenetzen, die ja viele Jahre und Jahrzehnte sich ausgebreitet haben. Und da sehen wir im Markt durchaus auch neue Akteure, also beispielsweise Energiegenossenschaften oder auch kommunale Wärmefirmen, die dann mit entsprechend anderen Gewinnerwartungen, niedriger Verzinsung und dann oft auch sogar den Bürgern und Bürgerinnen, die dann mit ihrem Beitrag zur Hausübergabestation zum Anschluss quasi auch das Netz mitfinanzieren und dann quasi Teilhaber und Teilhaberinnen der Netze selber sind und damit dann auch darüber bestimmen können, welche Kosten sozusagen anfallen und getragen werden müssen. Das sind neue Ansätze, die sich natürlich erstmal auch im kleineren Raum anbieten, also bei kleineren Netzen und bei neueren Netzen, aber die, glaube ich, auch dazu beitragen werden, dieses Thema Wärmenetze noch mal ein bisschen anders aufzurollen. Aber wir müssen, glaube ich, auch insgesamt gucken. Es gibt neben den Wärmenetzen natürlich noch viele andere Heizungen, dass man sozusagen nicht nur über die Wärmenetze spricht, weil sozusagen wir brauchen das ganze Portfolio auch an klimafreundlichen Heizungstechnologien. Dankeschön. Jetzt hatten Sie schon den Ausbau neuer Wärmenetze angesprochen und wir hatten jetzt schon öfter gehört, dass die Fernwärme ja in Zukunft einfach eine größere Rolle übernehmen soll, mehr Haushalte versorgen soll als heute. Frau Billerbeck, wollen Sie da noch ergänzen, welche Möglichkeiten zur Finanzierung es gibt oder wie groß ist die Herausforderung? Irgendwer muss den jetzt sehr bauen, es ist kostspielig, Straßen aufzureißen und Rohre zu verlegen. Welche Möglichkeiten es da gäbe, die Netze zu finanzieren? Ja, also Finanzierung ist auf jeden Fall eine super wichtige Frage. Und gerade jetzt, wo die ersten Wärmepläne auch erstellt werden, sieht man ja auch, dass diese Pläne auch in die Umsetzung gehen müssen. Und deswegen mit der Umsetzung wird auch die Finanzierung von Maßnahmen immer wichtiger. Und also gerade bei den Wärmenetzen, haben Sie ja gerade schon angedeutet, müssen natürlich auch Straßen aufgerissen werden. Und es ist einfach eine große Investition notwendig. Am besten wird es direkt zusammengedacht, auch mit einer Stilllegung oder einer Umwidmung von Gasnetzen, sodass man da einfach auch bisschen integriert plant. Und ja, finanzierungsseitig hat Martin Pehnt auch schon neue Modelle angesprochen. Also das ist auch ein bisschen sozusagen angelehnt an das dänische Konzept, wo man einfach viele Endkonsumenten mit an Boot nimmt, wo man die eine finanzielle Beteiligung sozusagen ermöglicht an den Wärmenetzen. Also das ist auf jeden Fall eher eine für Deutschland neuere Art der Finanzierung auch, dass sich halt die Bürger mit beteiligen an der Finanzierung von Wärmenetzen. Und dann haben wir natürlich in Deutschland eigentlich schon ein recht großes Förderprogramm, die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Da ist noch nicht klar, ob die sozusagen schon ausreicht, aber die kann natürlich genutzt werden. Und man sieht auch, dass da schon sehr viel Machbarkeitsstudien jetzt sozusagen über dieses Förderprogramm finanziert werden. Und natürlich ist dann auch wichtig, dass auch Umsetzungsmaßnahmen finanziert werden. Und ich glaube, was vielleicht auch noch interessant ist, es gibt aus dem dänischen Beispiel bei den dänischen Vorreitern auch ein sehr interessantes Finanzierungskonzept. Das ist Kommune Kredit. Also das ist ein bisschen ähnlich wie in die deutsche KfW, aber hier wird es explizit ermöglicht, dass Kommunen sehr
günstige Finanzierungsbedingungen kriegen, also günstige Kredite, um beispielsweise neue Wärmenetze zu bauen oder bestehende Netze zu transformieren, zu verdichten. Und das sind natürlich Beispiele, die sich jetzt auch in Deutschland angeschaut werden, wo man sich überlegen kann, ob es eine Übertragbarkeit gibt, dass wir sozusagen ähnliche Modelle auch in Deutschland initiieren und einführen. Ja, vielen Dank. Zu dem Förderprogramm haben wir gleich auch noch eine Frage, aber erst einmal nochmal eine Nachfrage, weil das vorhin ein bisschen untergegangen ist, die Frage zu Nahwärmenetzen und ob da ja die Preise ähnlich zustande kommen wie bei der Fernwärme oder ob das anders geregelt ist. Kann dazu jemand was sagen? Frau Müller-Beck? Also zumindest nach meiner Einschätzung gibt es da bisher keine Ausnahmen. Also auch beim Nahwärmenetz hat man zum einen die Preiskontrolle, die Sibylle Braun gerade ja auch schon angesprochen hat, durch die Landeskartellämter, und auch die Preisanpassungsklausel, die Martin Pehnt erwähnt hat, die gilt auch für Nahwärmenetze. Okay. Ich weiß nicht, außer die beiden anderen möchten noch widersprechen, haben da andere Informationen, aber also mir sind keine Ausnahmeregeln bekannt. Ist natürlich auch immer eine Frage der Definition von Nahwärme. Also wie viele Haushalte sind da jetzt wirklich mit angeschlossen und wie wird das dann vielleicht auch betrieben? Also da ist vielleicht auch die Abgrenzung der Definition Nah- und Fernwärme wichtig, um das abschließend beurteilen zu können. Okay, ja, danke erstmal so viel dazu. Genau, ich glaube, Frau Braungart, das hatten Sie vorhin gesagt, dass die Förderprogramme ganz gut ausgestattet sind. Da haben wir jetzt die Nachfrage bekommen, wie es mittelfristig aussieht, wenn jetzt die Zahl der insgesamt betroffenen Immobilien betrachtet wird. Also genau, vermutlich die Frage, muss die Förderung da anwachsen oder ist das, was es im Moment gibt, ausreichend? Ja, genau. Es ist immer die Frage, auch wie die Förderung eingesetzt wird. Also eine Sache ist ja das Gesamtfördervolumen, das eben vorhanden ist und das im Haushalt eingestellt ist. Und das ist natürlich so, dass man nicht weiß, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Gleichzeitig gibt es jetzt gerade die Förderung in der Bundesförderung für effiziente Gebäude, die dann vielleicht in ihren Vorgängerprogrammen unterschiedlich hießen, aber im Grunde ja schon sehr lange, also die Einzelgebäudeförderung. Und in irgendeiner Form wird sie sicher auch weitergeführt werden und sicher auch mit einem vergleichbaren Budget. Eine andere wichtige Frage ist dann aber eben auch, wie das Geld eingesetzt wird. Und da hat sich eben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass gerade im Bereich der selbstnutzenden EigentümerInnen, die einen Großteil der Förderung in Anspruch nehmen, eben ein sehr hoher Anteil der Fördermittel auch in Haushalte mit eher hohem Einkommen ging. Und wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass alle Gebäude saniert werden müssen, beziehungsweise mit neuen Heizungstechnologien ausgestattet werden müssen, ist es natürlich auch sinnig, sozusagen sich zu überlegen, wie man das Gesamtförderbudget, das vorhanden ist, eben so einsetzt, dass vielleicht gerade auch die davon profitieren, die es noch schwieriger haben, es ohne die Förderung hinzubekommen. Und ich denke, das ist eben ein Handlungsfeld, wo man sozusagen auch nochmal dran arbeiten kann, die Förderung eben noch zielgerichteter einzusetzen. Da gibt es jetzt auch erste seit diesem Jahr gibt es eben den Einkommensbonus, wo sozusagen Haushalte mit geringerem Einkommen mehr Förderung bekommen. Aber in die Richtung gibt es natürlich schon auch noch viel Spielraum, dass die Förderung noch etwas zielgerichteter eingesetzt wird, sodass dann eben möglichst viele Haushalte oder Gebäudeeigentümerinnen eben das ermöglicht wird. Also nicht nur die Frage, wie viel Geld steht zur Verfügung, sondern auch, wie wird das Geld, das zur Verfügung steht, verteilt. Ja. Genau. Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, Sibylle Braungart hat jetzt die BEG-Förderung, also die für Gebäude, erwähnt. Bei der BEW-Förderung, also der Förderung für Wärmenetze, sieht es so aus, dass ich würde das so einschätzen, dass die Förderung als solche erstmal gut ist. Also die Förderquoten und das, was man bekommt, sind wirklich attraktiv. Aber das Programm ist nur mit 3 Milliarden Euro ausgestattet und damit sozusagen vom Gesamtbudget befristet oder limitiert. Und das ist etwas, was auf dauerhafte Füße gestellt werden muss. Also deswegen geht es da vor allen Dingen eigentlich darum, die Finanzierung dieser Programme in der nächsten Legislaturperiode sicherzustellen über geeignete Mechanismen, da kommen wir schnell in Diskussionen, wie der KTF, also der Klimafonds, weitergeführt werden können oder wie man das vielleicht auch auf eine gesetzliche Ebene setzen kann. Und das ist ganz wichtig, weil da geht es um langfristige Investitionen, die auch einen langen Planungsvorlauf haben. Da kann man nicht jedes Jahr das Förderprogramm ändern. Dankeschön. Dann eine nochmal allgemeinere Frage, und zwar, welche Rolle spielen die großen Energieversorger für die Wärmewende, die bisher zum Beispiel mit Gas ihr Geld verdient haben? Vielleicht, Herr Pehn, können Sie auch dazu was sagen oder sonst Frau Müller-Beck?
Ich glaube, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich alle unsere Erfahrungen mit haben. Da muss man so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, weil also es gibt ja Verbundunternehmen, die haben beides und da hat sich die Debattenlage sehr stark verändert, weil da sozusagen durch auch diese 65%-Regel, also diese Regel von letztem Jahr, dem Heizungsgesetz, dadurch ist die Attraktivität von Fernwärme und Nahwärme tatsächlich auch deutlich angestiegen, weil ich damit einfacher diesen erneuerbaren Anteil erreichen kann. Und da ist, glaube ich, auch die Bereitschaft größer, jetzt mal sozusagen das eine runterzufahren und das andere zu stärken. Anders sieht es, glaube ich, aus, wenn man reine gasversorgende Unternehmen hat. Und da ist natürlich jetzt wirklich die Frage, wie geht man mit diesem ganzen Bereich weiter vor? Denn Erdgas kann es nach 2045 nicht mehr sein. Wir müssen da auch sozusagen kontinuierlich mit grünen Gasen rein, die dann auch entsprechend deutlich teurer sind. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, wie macht man auch eine Exnovation? Also wie kommt man auch mal aus einem Energieträger raus? Und genau, also da stellt sich auch die Frage der Instrumente. Wie kann ich das machen, wenn ich sozusagen einen Gasnetzbereich habe? Da habe ich im Moment ja auch noch eine Garantieversorgung. Das heißt, ich muss die Kunden auch versorgen, wie kann ich dann das sicherstellen und das transformieren. Also das ist eine ganz große instrumentelle Debatte, die da auch gerade geführt wird, weil da geht es natürlich auch um viel Assets, die da auch investiert worden sind. Frau Bollerbeck, wollen Sie noch ergänzen? Ja, also wir reden in dem Kontext auch gerne darüber, dass eben auch Stilllegungspläne, also wir brauchen nicht nur Wärmepläne, wir brauchen auch Stilllegungspläne, dass halt auch aktiv darüber nachgedacht wird, wie eine sinnvolle Stilllegung von Gasnetzen wirklich funktionieren kann. Also wie Martin Pape gerade gesagt hat, da sind große Assets drin und man muss die Unternehmen auch dabei unterstützen, neue Geschäftsmodelle und neue Bereiche zu finden und diese Stilllegung gut organisieren. Könnte man da vielleicht ein Beispiel bringen, wie sowas gut funktionieren kann, also wie der Übergang bei so einer Stilllegung aussehen kann für die Unternehmen? Oder gibt es da vielleicht auch schon Beispiele, die, ja, wo es gut funktioniert hat in Deutschland oder in anderen Ländern? Also vielleicht kann man da nochmal nach Dänemark gucken, die halt eben über die kommunale Wärmeplanung in Dänemark, also Dänemark war ein Pionier in der Wärmeplanung, ein bisschen, das hat sich aber eher auf Öl bezogen, sozusagen aus Öl ausgestiegen sind und in die Fernwärme eingestiegen sind. Also sowas kann man da vielleicht sozusagen als Beispiel heranziehen. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das direkt zusammenzudenken. Also gerade wenn man eh schon beide Sparten hat, also sowohl Gas als auch Fernwärme oder Wärmenetze, dass man eher die Transformation nutzt und wie ich vorhin einmal gesagt hatte, wenn man die Straße aufmacht, dass man direkt über Stilllegung und Neubau von einem Wärmenetz nachdenkt. Und bei der Stilllegung kann man ja auch sonst noch über Umwidmungen nachdenken, dass man die Netze gar nicht wirklich ausbaut oder rückbaut, sondern eben für andere Infrastrukturen wie Telekommunikation oder anderes nutzt. Genau. Frau Braungart? Ja, vielleicht ergänzend dazu, es gibt ja sozusagen mehrere Schritte hin, wenn man jetzt sagt, das Gasnetz wird irgendwann nicht mehr gebraucht oder wird zumindest in manchen Gebieten nicht mehr gebraucht. Und in der Wärmeplanung gibt es in anderen Ländern eben auch Ansätze, die das vorsehen. Also in der Schweiz können Gebiete ausgewiesen werden, wo das Gasnetz eben wieder sozusagen als Gasrückzugsgebiete da ausgelegt werden. Und in den Niederlanden wird eben auch so quartiersweise vorgegangen, dass Gebiete festgelegt werden und festgelegt wird, wann diese aus dem Gas aussteigen. Und da wird den Kommunen dann eben auch die Möglichkeit gegeben, anzukündigen, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums dann das Netz, also kein Gas mehr versorgt wird, weil das eben ja auch einfach die Punkte sind, dass ja eben neue Verbraucher auch angeschlossen werden müssen und dass eben Einzelverbraucher auch nicht abgekoppelt werden können. Also wenn sehr viele Verbraucher aus dem Gasnetz gegangen sind und nur noch einzelne Verbraucher übrig sind, ist das eben ja auch nicht mehr wirtschaftlich, aber das alles muss eben ja auch geregelt werden, wie dann diese letzten Verbraucher überhaupt abgekoppelt werden können. Und das sind Dinge, die selbst in Dänemark, wo jetzt schon sehr, sehr viel weniger Gas verbraucht wird, auch noch nicht final geregelt sind und wo man eben frühzeitig wirklich anfangen muss, sich Gedanken darüber zu machen, wie eben das regulatorisch dann auch passiert. Dankeschön, ja. Genau, wir haben jetzt schon viel über fossile Energie geredet. Und momentan ist es ja auch so, dass ein Großteil der Fernwärme noch fossil versorgt wird, zum Beispiel mit Kraft-Wärme-Kopplungs, also genau, Kraft-Wärme-Kopplung. Genau, können Sie da sagen, was für eine Rolle das in näherer und in fernerer Zukunft spielen soll? Vielleicht Herr Pint?
Naja, wir haben ja eigentlich sehr klare Vorgaben. Also wir haben einerseits den vereinbarten Kohleausstieg, der schon mal sicherstellt, und das erleben wir beispielsweise in Baden-Württemberg hier sehr konkret. Also die EnBW hat angekündigt, bis 2028 aus Kohle auszusteigen. Auch die MVV also der Mannheimer Versorger will sein Großkraftwerk stilllegen. Das heißt, da gibt es sehr konkrete Schritte. Das ist natürlich je nach Bundesland dann ein bisschen anders von den Zeitachsen, aber bis aller spätestens 2038. Also von daher gibt es da schon mal eine Klarheit. Dazu kommt der Emissionshandel, der jetzt im letzten Jahr auch dazu geführt hat, dass Kohlekraftwerke deutlich weniger betrieben wurden. Und es gibt das Wärmeplanungsgesetz, in dem auch konkrete Anforderungen an einzelne Wärmenetze drinstehen, was die Anteile erneuerbarer Energien anbelangt. Also von daher ist im Grundsatz sozusagen der Weg klar. Im Detail führt das natürlich dann dazu, dass man die Alternativen suchen muss. Und genau dazu muss man sich dann einen Transformationsplan erstellen. Und dann muss man auf die Suche gehen. Und das sind dann genau diese Quellen, über die wir anfangs gesprochen haben, die man dann zusammenstellen muss, wo man auch überlegen muss, wie kann man die auf der Zeitachse anschließen und dann entsprechend auch diese Finanzierung dazu braucht. Ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, dass da auch die entsprechenden Anreize schaffen muss, dann auch irgendwann umzusteigen. Also das ist eine Kombination aus einer wirtschaftlichen Frage. Dieser Umstieg muss gelingen und auch zu Fernwärmekosten, die nicht zu einer Kostenexplosion führen. Und dazu haben wir eben auch diese unterstützende Förderung. Auch aus politischen Gesichtspunkten, nämlich den Instrumenten, und dann letztendlich natürlich der Klimaschutz, der gewährleistet sein muss vor Ort. Ja, kurz noch Frau Büllerbeck und dann würde ich langsam zu Ende kommen. Ja, danke. Darf ich da noch ergänzen? Also Martin Peter hatte ja anfangs auch nochmal erwähnt, dass Wasserstoff in den Wärmenetzen schon auch eine Rolle spielt. Und genau das sehen wir eigentlich auch in den nationalen Systemstudien, dass wir, wenn wir KWK haben, dann eigentlich eher eine Wasserstoff-KWK, die halt sowohl das Strom- als auch das Wärmenetz versorgen kann. Und dass Wasserstoff zumindest in kleiner Rolle also eine sehr wichtige Backup-Lösung für Wärmenetze darstellen kann, weil sie halt dann genutzt wird, wenn wir keine anderen Quellen zur Verfügung haben, also keine erneuerbaren Wärmequellen, aber auch keinen erneuerbaren Strom, um Großwärmepumpen zu betreiben, dann ist eben Wasserstoff relevant und dann halt am besten als KWK, sodass man sie flexibel einsetzen kann, sowohl fürs Stromsystem als auch fürs Wärmesystem nutzen kann. Okay, ja, danke schön. So viel zur Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung. Bevor ich jetzt zur Abschlussfrage komme, noch eine Frage an Herrn Pient. Sie hatten sich ja die Wärmepläne von Baden-Württemberg angeschaut. Kann man was zur Übertragbarkeit auf Deutschland dazu sagen? Also was können wir jetzt aus den Wärmeplänen, die schon vorliegen für Baden-Württemberg, lernen für die weitere Wärmeplanung ja, auf nationaler Ebene? Wir können sehr viel methodisch lernen, vor allem. Wir können lernen, wie man die Wärmeplanung vereinfachen kann durch bereitgestellte Daten, die dann manche Datenabfragen erübrigen, wie man das auch digitalisieren kann, dass es wichtig ist, dass man die Daten hinterher zur Verfügung hat und weiter benutzen kann auf eine geeignete Weise. Aber auch also eine ganze Sammlung, die wir auch zusammengestellt haben an möglichen Wärmequellen, an die man erstmal nicht denkt. Also in der Wärmeplanung in Heidelberg hatten wir dann die Grundwasserwärmepumpe auf dem Betriebshof, die plötzlich eine ganz attraktive Quelle ist, an die sonst niemand gedacht hat. Also diese kleinen Quellen auch aufzuspüren, aber auch Umsetzungsmaßnahmen, die wir in Hülle und Fülle gesammelt haben. Also die Wärmepläne enthalten ja immer auch Maßnahmen, die man wirklich vor Ort in der Kommune ergreifen kann. Da haben wir eine große Sammlung zusammengestellt, die man auch bundesweit verwenden kann. Also da kann man, glaube ich, viel lernen. Letztendlich muss die Wärmeplanung dann natürlich vor Ort erfolgen, denn sonst müsste man sie nicht machen. Also sagen, was die konkreten Ergebnisse der Wärmeplanung anbelangt, da ist der Diskussionsprozess in der Kommune ganz wichtig und auch wichtig, dass es da einen Kümmerer vor Ort gibt, der das Ganze dann auch in die Umsetzung bringt. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon fast bei 2 Uhr. Zum Schluss würde ich Sie gerne alle nochmal fragen, was aus Ihrer Perspektive jetzt neben der Wärmeplanung, also wir haben jetzt gehört, genau, da läuft schon in den meisten Kommunen oder nicht in den meisten, aber im großen Teil der Kommunen läuft der Prozess schon. Was wäre denn jetzt für die Wärmewende wichtig, dass neben der Wärmeplanung noch, ja, noch passieren muss? Vielleicht Frau Braungart, Frau Billerbeck und dann Herr Pehn, vielleicht Herr Pehn, könnten Sie auch noch einmal sagen, auf Baden-Württemberg gerichtet, was wäre jetzt der nächste Schritt, wo die Wärmepläne vorliegen?
Ja, genau. Aus meiner Sicht, was ich auch schon für die Wärmeplanung gesagt habe, aber das gilt auch jenseits der Wärmeplanung für die restlichen Instrumente der Wärmewende, ist eben das Zusammendenken der sozialen Auswirkungen extrem wichtig. Das ist auch jetzt, gibt es neue Vorgaben aus der EU-Effizienzrichtlinie, aus der Gebäuderichtlinie und dem Sozialklimafonds, die Deutschland noch umsetzen muss und wo auch noch viel zu tun ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt, dass die Wärmewende gelingen kann. Dankeschön. Sibylle Beck. Also ich kann mich natürlich auch nur anschließen an Sibylle Braungart. Ich denke, sonst haben wir das heute auch schon sozusagen berührt, dass zum einen auch die Transformationspläne für die Wärmenetze sehr wichtig sind. Also dass man sich auch konkret damit beschäftigt, welche Wärmeerzeugung in den Wärmenetzen genutzt werden kann. Dann eben auch die Stilllegung der Gasnetze oder die Weiternutzung der Gasnetze, in welchen Gebieten Gasnetze wirklich schon stillgelegt werden können. Und sonst halt weitere Umsetzungsmaßnahmen wie Quartierslösungen. Wir haben heute bisher wenig über Sanierung gesprochen, aber Sanierung ist natürlich auch sehr wichtig im Kontext der Wärmewende. Also, dass man einfach versucht, alle Maßnahmen zusammenzudenken und tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Dankeschön, Herr Pinch. Ja, danke. Ich hätte jetzt auch die Einsparung genannt, die heute zu kurz kam. Ich glaube, da müssen wir einfach mal ein separates Treffen nochmal dazu machen, weil die Energieeffizienz und Suffizienz sind natürlich auch wichtig. Aber dann nenne ich einen anderen Punkt, der mir wichtig ist, nämlich die Verstetigung und die Abschaffung dieser Unsicherheit, dieses Hin und Hers. Ich hatte gestern auf einer Konferenz mit einer Reihe von Heizungsbauern gesprochen, die alle sagten, sagen, das, was ihnen gerade am meisten wehtut, ist, dass jetzt alle wieder andere Dinge ankündigen, hier wieder Heizungsgesetz abschaffen, da wieder noch mehr Förderung oder sonst was. Ich glaube, wir brauchen stabile Bedingungen und das ist das Wichtigste, um jetzt in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Und das wünsche ich mir auch von der Politik, dass man da nicht immer hin und her geworfen wird. Und vielleicht abschließend noch zu Ihrer Frage, Frau Fritz. Die Wärmepläne in Baden-Württemberg, die liegen im Prinzip auch alle vor, die kann man runterladen, also die Wärmepläne selber. Jetzt unsere Auswertung stellen wir auch gerne im Nachgang, wenn Sie nochmal eine Mail schreiben, Frau Fritz, als Link. Sonst können Sie auch einfach unter Efeu und Wärmegipfel googeln. Dann kommen Sie, glaube ich, auch auf unsere Projektseite und da schon mal die Präsentationen von gestern. Und da wird dann im Laufe der Zeit auch noch bis Ende des Jahres die ausführliche Studie stehen mit den ganzen Auswertungen dazu. Ja, danke schön. Gut, ja, wir konnten nicht alle Aspekte abdecken, natürlich im großen Bereich Wärmewende, aber ich glaube, dass wir genau im Bereich Wärmeplanung und Fernwärme schon ja, viele interessante Aspekte heute besprechen konnten. Jetzt zum Ende bedanke ich mich erst einmal bei Ihnen, liebe ExpertInnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für die Diskussion und so viele Fragen beantwortet haben. Danke auch an die Journalistinnen, die teilgenommen haben und Fragen gestellt haben. Ja, also ich fand es sehr spannend und hoffe, dass Sie auch Neues mitgenommen haben aus dieser Stunde. Wie gesagt, das Transkript und Video finden Sie über den Link in der Mail. Genau, und zu guter Letzt bedanke ich mich noch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier mich im Hintergrund unterstützt haben. Dann wünsche ich jetzt erstmal allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Danke, tschüss.